Ich glaube, wir hatten von irgendjemandem einen Hinweis bekommen, dass irgendwo ein Mann auf einer Insel lebt, der das Dingelchen besitzt. Deswegen schauen wir uns mal auf die Karte um. Auf der Karte um. So. Da haben wir einen Vulkan. Das ist uninteressant. Dann haben wir Schnee, da waren wir schon. Dann haben wir das die goldene Stadt in der Mitte. Da waren wir schon. Hier in der Wüste waren wir auch schon überall. Das ist der Linksbums. Voilà. Hier auf die Insel können wir jetzt mal gucken. Das hier irgendwo. Oh, hier ist auch noch eine markante Insel. Aha. Hier ist noch Tasnika. Das ist das Hochland. Und das ist diese andere besagte Insel. Tja, nun. Dann. Hat mich das jetzt auch nicht weitergebracht. Ups. Wir schauen uns mal die einzelnen Inseln an, die ich gerade so angepeilt habe. Also die einen waren hier. Das ist hier Nordstadt, Südstadt, dieses Gelände. Das sind die Inseln, da ist nichts drauf. Genau, dann ist das diese untergegangene Sache. Dann haben die... Hier, das ist es. Das ist an der Schneeinsel gewesen. Ich manchmal wie Yoda sprechen. Der erinnert mich ein bisschen an Tingelchen oder Tingle aus Secret of Mana, aus Legend of Zelda. Hallo? Ich bin Claude. Ich bin Claude, der Leuchtturmwärter. Das Korallenriff im Nordosten ist der versunkene Kontinent. Doch schon bald werden der Kontinent und die Mana-Festung auferstehen. Unsere Vorfahren haben wirklich wunderbare Arbeit geleistet. Das ist nicht die Information, die ich gesucht habe. Das ist auch nicht der Ort, wo wir hin hätten müssen. Aber es ist ein kleines, ja, Easter Egg ist es nicht direkt, aber es ist schon, es ist etwas, wo man hinreisen kann mit Luft, ja, doch, 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 doch. Das man sonst nicht sehen würde. Genau. Und da werden wir gleich noch einen Ort besuchen. Ich dachte sogar, hier wären wir richtig. Dingelchen, 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 Dingelchen. Ich weiß gar nicht, wie das war. Ich möchte aber gerne die Stadt wieder grün machen. Dann gucken wir uns mal weiter bei den Inseln um. Ich muss noch irgendwo welche sein. Gut, das ist Tasnika und auf der anderen Seite sagte ich, sei noch was gewesen. Ah, hier. Sieht ja aus wie ein Rubin, ein großer. Hallo. Ein wirklich kleines Dorf. Oh. Wenn man sich liebt, spielt das Alter keine Rolle, oder was denkt ihr? Wir haben geheiratet. Krass. So, hier nochmal. Lieber lebe ich hier arm und glücklich als... Als was? Ich habe das Imperium verlassen, weil es mir dort nicht mehr gefiel. So, jetzt bin ich hier. Ich kriege aber irgendwo eine Information, wo er jetzt das Dingelchen hätte geben sollen. Hallöchen. Ja. Wie bist du hergekommen? Geflogen? Ich, klar, schon, ja doch. So, und was haben wir hier? Ah. Oh, diese Langeweile. Auf dieser Insel gibt es nichts, außer vielleicht dieses Dingelchen. Sag bloß, du möchtest so ein Dingelchen haben. Echt? Hier hast du's. Einfach so. Ja. Juhu, ein Dingelchen. Hat er das jetzt gesagt oder ich? Egal, wir haben das Dingelchen. Und wir können es, Ich überlege gerade, wozu wir das überhaupt machen. Ich habe die Story gar nicht mehr im Kopf. Ist auch schon so lange her. Wir müssen das auf jeden Fall in die Wüste bringen. So viel weiß ich noch. Einfach nach Norden. Zack. Oh, da ist der Feuertempel. Hallo, lass mich mal rein hier runter. Danke. Weil diese tanzenden Leute. Ah, hör mal, so ist das hübsch. Was soll das sein, König Oma? Ein Dingelchen?
Rat des Propheten. Du hast dein Dingelchen mitgebracht. Yes! Oh. Wasser! Wir haben endlich wieder Wasser, endlich! Zum Dank schenke ich dir diesen kostbaren Gürtel. Tolle Musik für einen Zapplergürtel. Wir können gleich noch übernachten, wenn wir schon mal hier sind. Außerdem haben wir ja nichts an Magiepunkten oder Lebenspunkten. Lebenspunkte gibt man ja auch nicht aus, sondern die sind einfach nur weg. Die werden einem ja genommen. Jetzt tanzen wir auch nochmal eine Runde und dann gehen wir wieder los. Ja, ist ja gut. Achso, den Zapplergürtel haben wir jetzt auch. Naja, naja. Aber da fehlt noch was. Da fehlt noch was. Es gibt noch eine Sache, die machen wir noch. Ich frage mich, ob... ob uns da die Story hätte draufbringen sollen. Oder ob wir da von alleine einfach suchen. Oftmals weiß man ja in dem Spiel auch nicht, wo geht's jetzt eigentlich weiter, was soll ich jetzt machen und jetzt und jetzt und jetzt und jetzt. Dann sucht man alles Mögliche ab und findet dann per Zufall neue Dinge. Deswegen gucken wir hier nochmal rein. Wir reden nämlich jetzt nochmal mit dem Zwergenchef. Pass auf. Oh, Bert ist nicht mehr da. Stimmt, der ist ja jetzt überall, aber nicht mehr hier. Der hat ja das Haus in Goldstadt gekauft. Hallo. Hallo, Zwergenpapa. Und wie war es bei den Dieben? Gut, dass ihr vorbeigekommen seid. Ich habe ein Geschenk für euch. Dieser Hammer hat magische Kräfte. Siehste, jetzt haben wir nicht noch einen Schrumpfhammer erhalten. Und mit dem Schrumpfhammer können wir jetzt zum Riesen werden. Nee, schrumpfen. Nämlich Zapplergürtel. Nee, das ist jetzt der Schrumpfhammer. Jetzt können wir uns schrumpfen und auch wieder entschrumpfen. Und wir können uns auch noch zappeln. Gezappelt und geschrumpft. Kann man das auch beides machen? Oh, wollte ich gar nicht. Tatsache, das geht auch. Jetzt laufen hier rum wie kleine Gummibärchen. Gezappelt ist man ja nur eine kurze Zeit, aber geschrumpft ist man sonst ewig. Komm, ich mache uns mal wieder groß. Und nun ja. Das ist im Prinzip nur dazu da, falls du mal... Ups. Falls du mal irgendwann dann... Ja, geschrumpft sein solltest, kannst du dich auch ganz einfach wieder entschrumpfen. Das geht aber auch mit dem... Mit dieser merkwürdigen Heilaura. Ja. Nun. Das ist es im Prinzip. Jetzt müssen wir aber alles haben. Jetzt können wir dann wieder weiter. Hallo? Was? Entzappelt die sich auch noch? Oder? Nö. Na gut, dann mache ich das gerade. Gut, ist mal noch gezappelt. Dann kommt die halt so mit. Die ist wirklich nicht noch gezappelt. Ja, ich glaube, jetzt sah sie fast wieder normal aus. Wir gucken gleich nochmal. Erstmal müssen wir jetzt aber wirklich zu diesem komischen Inselchen. Wenn ich die wiederfinde. Ich war doch hier irgendwo im Norden, ne? Na, lass mich mal zufällig reisen. Es muss ja nicht alles abgesprochen sein. Goldstadt? Nein, ich habe mich nicht verflogen. Bin gleich da, warte mal. Da ist der Vulkan. Nein, der Vulkan ist noch nicht dran. Ich will das selber finden. Ich will nicht auf die Karte gucken. Da. Siehst du? Es war ja leicht. So. Okay. Damit sind wir jetzt am Palast. Am versunkenen Palast. Oh ja.
Hier, nach oben bitte. Einmal nach oben. Lass mich mal gerade einmal hier rumlaufen. Vielleicht finden wir ja noch Leckerchen, irgendwelche schönen Sachen. Makronen, Butter, Kuchen, was weiß ich. Was? Hier ist nichts mehr los. Schade. Was nun? Die Sorge bleibt ganz groß. So, jetzt gehen wir mal rein hier. Ich wollte doch nur mal ein bisschen die Gegend zeigen, das muss man ja auch mal machen. Sich ein bisschen umschauen und umblicken. Hä? Was? Wie? Oh. Wie hab ich die denn gesprochen? Hallo Kinder, wollt ihr eine rechte Schlachterin? Nachricht. Hab ich Schlacht gesagt? Eine schlechte Nachricht hören? Sobald ich alle 8 Siegel gebrochen habe, wird diese Dracheninsel auferstehen. Mit dem letzten Siegel wird die Mana-Festung in den Himmel emporsteigen. Nur so dumm, dass ihr das nicht mehr miterleben werdet. Wer will die Kinder? Ich habe noch nie eine Rechnung zu begleichen. Was? Ich habe noch eine Rechnung zu begleichen. Wieso will ich sie erstmal falsch begleichen? Überlasst sie mir. Okay. Assis? Du? Du bist der Dämonenritter. In der Tat, meine kleinen Sterblichen. Oh, oh. Jetzt, Freunde, wird es Zeit für Magie. Ah, ich spüre die Kraft der Hölle in mir. Spürt ihr sie auch? Wir alle sind Diener der Hölle und wir werden diese Welt beherrschen. Dazu müssen wir nur die Mana-Festung reaktivieren, um die Menschheit unter unsere Kontrolle zu bringen. Tja, wenn das mal reicht. Ups, Entschuldigung. Okay, der hat jetzt ein Zauberschild gemacht, das ist doof. Dann lass uns das erst um... Komm doch mal aus seinem Angriffsradius raus. Verstehe, die beißen einfach. Ich möchte gerne zaubern. Und dann macht sie am besten gleich noch ein Energieschild hinterher. Energieschild. Ich wollte gerade weg. So, sind wir erstmal geschützt vor seinen blöden Attacken. Das Energieschild ist leider nur auf Level 4, aber es wird wohl eine Weile reichen müssen. Auf mich. Ha. Gut. Wenn du mit den Fäusten sprechen willst, dann schlafe ich erstmal. Gute Nacht. Toll. Immer wenn ich gerade los will. Huch, hat sie mich gerade geschlagen? Hallo? Ich kann hier. Ja. Ich hab da noch gar nicht angegriffen. Merkwürdige Sache. Ob das Zauberschild noch wirkt? Wenn das Zauberschild noch wirkt, zauber ich den Schaden nämlich auf mich. Den Zauber. Und das könnte sehr wehtun. Deswegen traue ich mich gerade nicht zu zaubern. Ich werde keinen Angriffszauber. Wir werden den schon klein kriegen. Ich bin da voll überladen. Lass den Onkel doch mal angreifen. Aha. Ach. Nutzen wir alle Harzgas. Bist schon wieder reingerannt. So, ein für Mutti. Gut, wenn er hochspringt, am besten was zaubern. Dann müssten wir eigentlich den Zauber, die Stampfattacke müsste dann in sich in nichts auflösen. Ah, geschafft. Sehr gut, sehr gut. Gut, 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 gut. Da müssten wir jetzt eigentlich schon eine Stufe 7 Waffe behalten, also ein Orb jedenfalls. Ich drehe mal schnell. Und weiter geht's. Oh, aufgestiegen. Lanzenorb behalten. Nein, das kann nicht wahr sein. Kann es wohl. Da, über uns. Wir müssen da rauf. Was? Wie? Wo? Wohin?
hier unten vielleicht? Was ist das? Oh, der Orb. Das Orb, die Orb. Das Siegel bricht, wir schaffen es nicht. Los, vereint die Kräfte. Oh nein, zu spät. Was machen wir jetzt? Raus hier, sofort. Was? Ich bin Harzinger, der Patron der Bäume. Die Siegel der Samen, der Mana-Samen sind alle gebrochen. Schon bald wird diese Insel auftauchen. Das wird der Riesengardi. Und du? Ich werde in meinem Palast bleiben und mich im Untergehen. Feigling, du könntest uns helfen, Mana zu retten. Das könnt ihr, wenn Tantalus mich nicht verzaubert hätte. Trotzdem solltest du dich uns anschließen. Wir brauchen jede Hilfe. Kommst du nun? Ja, mei, dann komm ich halt mit und helf so gut ich kann. Harzinger schließt sich an. Ach, schön. Und das Ding kann ich... Huch, ich kann mich nicht bewegen. Was? Oh nein, die Erde bebt. Schnell! Ruf Lufti! Was zum Geier? Drei Fragezeichen ploppen über meinen Kopf auf. Die Insel erhebt sich. Gut. Nun, Freunde, ist es an der Zeit, die Mana-Festung zu besuchen. Ah, diese Musik. Toll. Na gut, dann wollen wir mal, oder? Okay, ach so, Lanzen. Können wir eigentlich auch später machen, ne? Victor? Die Dracheninsel ist aufgetaucht und dort ist die Festung. Meine Truppen werden das Imperium danach hindern, die Festung zu erobern. Unter der Dämonenfestung liegt eine antike Stadt, da müssen wir rein. Der Imperator arbeitet für die Unterwelt. Dieser Ort steckt voller Monster. Auch wenn das Schwert nicht die volle Stärke hat, musst du den Imperator aufhalten. Wir erledigen die Truppen des Imperators. Ihr kümmert euch um diese Soldaten. Warum ist Victor schon hier? Jetzt habe ich mich eigentlich das ganze Spiel über gefragt. Wieso ist Victor immer da? Ne? Er ist immer da. Habe ich schon gesagt, dass manche Monster hier besondere Gegenstände haben? Oder sagen wir mal Kisten? Ich weiß aber nicht mehr, welche das waren. Ich kann mir das bemerken. Es war eine beachtliche Anzahl. So, jetzt bin ich nochmal, ne? Toll! Ich habe wieder umsonst angegriffen. Nee, jetzt will ich die auch nicht mehr. Da unten kommt noch einer. Müssen uns hier erstmal ein bisschen durchprügeln. Ich sehe noch nicht, wo wir hier am besten hinkommen. Der hat ein Energieschild, das ist schlecht. Oh oh. Gut. Ach so, Harzinger. Traumtulpe. Harzgas. Übrigens, da wir das Orb nicht geholt haben, zählt es auch nicht. Also, wir können jetzt nicht die Zauber auf 8 bringen, das geht nicht. Wir können aber jetzt Leben wiedergeben. Wir können auch ein Zauberschild benutzen. Und wir werden jetzt ein bisschen Licht machen. So. Gut, das war nicht so erfolgreich. Wie wäre es denn mit... Komm, Schlammbombe geht immer. Schön groß müsste der Zauber jetzt sein. Die haben nämlich alle Energieschild drin. Das bringt nichts, wenn wir die so... Lava vielleicht. Oh. Okay, ging doch.
alle drauf da? Gut, wir werden hier wesentlich mehr mit Magie und allem möglichen rumhantieren müssen, um hier vorzukommen? Um hier weiterzukommen? Ha! Fratzenküste ist schon da, ganz klar. So, darf ich jetzt auch mal angreifen. Sehr schön, Mädels. Ich glaube, die Sophie muss, glaube ich, ihre Waffe auch mal aufladen. Sonst macht sie ein bisschen wenig Schaden. Ich habe doch angegriffen. Vielleicht sollte ich die Lanze doch vorher nochmal aufwerten. Ja. Du hast doch jetzt hier schon eine Stunde den Monster besiegt. Warum haust du den jetzt wieder ab? Ich habe es mal halt anders überlegt. Ich gehe jetzt erst doch noch die Waffe aufladen. Also nicht... Huch. Wo kam gerade der Soldat her? Nee, pass auf, ich mach die Waffe noch eben voll. Hab ich eigentlich... Dann kann ich noch lecker übernachten. Denn solange ich die Möglichkeiten habe, sollte ich das unbedingt noch... Oh, wo ist Bertie? Bertie ist nicht in Pandoria. Wir gehen erstmal die Lanze verbessern. Dann gehen wir nochmal übernachten. Und dann gehen wir aber los. Dann geht's aber los, Freunde. Dann aber... Wie lange nehme ich eigentlich schon auf? Hexenwäldchen? Nee. Trüffeldorf? Ja. Hier sind wir richtig. Hier können wir nämlich schön bei Bertie und nochmal am Gästehaus. Der Bertie ist auch überall. Bertie und Victor sind uns eigentlich immer zuvor gekommen. Ist euch das auch aufgefallen? Die Lanze hätte ich gerne auf Stufe 7. Rubinlanze. Sehr schön, sehr schön. Die hat sogar schon jemand an. Dann gehen wir nochmal schlafen. Habe ich eigentlich die Waffe schon auf Stufe 6? Ich glaube nicht. 581. Ja. Was kann Riro? Mit Stärke um 2 Punkte. Das ist schon mal nett. Stärke um 2 Punkte. Und das ist eigentlich genau das Richtige für die Sina. So, gehen wir nochmal pennen. Jean pennen. Oder Le Pen. Ist ja egal. Ja, und dann am nächsten Morgen, da geht's dann weiter. So. Ja, komm, können wir nochmal speichern. So. Das ist hier wieder warm in meiner Bude. Puh. So, dann einmal hier tröd. Rakatzabum. Wo war das denn jetzt? Hier. Kann ich mich eigentlich auch ganz nach außen halten? Warte. Hier ganz nach außen komme ich dann trotzdem in der Mitte raus. Warte mal. Will ich gerade mal ausprobieren? Ja. Die Musik ist geblieben. Mit leichten Tonstörungen. Toll. Warum bin ich eigentlich immer der Einzige, der nie trifft? Also nicht nur nicht trifft, sondern nie trifft. Toll. Die Sina hat sich schon mal vergiften lassen. Ich will hier erstmal runter, Freunde. Ich will hier erstmal was sehen. Ich will erstmal wissen, was ist das überhaupt hier für eine Gegend. So, ich stelle mich erstmal höflich vor. Und treffe nicht. Das gibt's doch nicht. So, mach mal den Drohne aufladen. Kiste. Komm hier. Zack. Ein Zauberumhang. Seht ihr, das meine ich nämlich. Mit den tollen Sachen, die man manchmal findet. Ist bestimmt nicht für mich. Doch. Aber ist schlechter als alles, was wir bisher haben. Aber das könnte man hier bei Monstern finden und Geld sparen. Aber da wir das sowieso nie gekauft haben, haben wir das Geld ohnehin gespart.
Die haben gute Angriffswerte. Andererseits kann man die auch gut leveln bei den... Immer wenn ich aufgeladen habe, das gibt's doch nicht. So ein Kamehameha wäre toll. Da ist noch einer. Ne. Ja, das war schon mal gut. Der Fisch klettert gerade die Treppe hoch. Das ist eine sogenannte Fischtreppe. So sieht eine Fischtreppe aus. Ne. Das war gut. So, tschüss. Ach, hier geht's nicht weiter. Das ist schön. Skorpione gibt's hier auch. Die Monster haben wir nie gesehen. Gab's nicht auch Skorpione in der Wüste? Hab ich überhaupt gesehen? Weiß ich gar nicht mehr. Meistens gibt's alle Monster, die man sieht, zweimal. Pogo-Puschel, Turbo-Puschel, Fledermaus und Fledermaus. Und diese komischen Goblins. Oder diese hier gerade, die Kriecher. Nein, ich heile sie jetzt nicht. Da bin ich stur. Nee. Das kannst du gerne machen. Wie jetzt Zaubersog an die Sina. Hallo, ich glaube, es geht los. Dann mache ich das auch. Die hat ein Zauberschild drin. Oh. Dass die Quallen oben sind, das ist fies. Puh. So, jetzt gehen wir mal rein.